Jetzt vor 18 Uhr die Nullfahrt, 18.30 Uhr dann die Siegerehrung im Elite-Rennen. So, Vorsicht noch, weitere Zielanläufe, Straße frei halten. So, liebe Reisfahrtfreunde, Stadt an den 1A-Zielstadt bei der Firma in Landau, 18 Runden gleich 67,5 Kilometer. Eine Runde noch, eine Runde. Fahrer, noch eine Runde, noch eine Runde. Noch eine Runde, Fahrer, noch eine Runde. Fahrer, Schlussrunde, Schlussrunde.
überrundete Fahrrad. Blumen von, wie gesagt, der zukünftigen Weinprinzessin Sarah die Erste. Und zu aller Freude hier alle Roschbacher, alle Fans vom Team Ehemann, heute wieder ganz oben auf dem Treppchen. Und ich habe es ihm schon lange gewünscht, in dieser Saison den Durchbruch, unserem Kai Hilzer. Er war heute der Größte, er war der Schnellste im Finale. Und uns freut es alle, dass er wieder ganz oben mal auf dem Treppchen steht. Da kann man halt zum Überleben fahren. Das ist nicht so schwer, alles in einem schon so. Ja, wenn es heute eine Spitzengruppe, vier Fahrer von einem Team ist, ist es schon schwer für die Konkurrenz. Aber man muss auch die Leistung von Team Möbel-Ehrmann akzeptieren. Ja, genau, das ist ein starker Plan, Kai, was sagst du zu deinem Erfolg? Ja, ich bin überwältigt. Ich habe zwar gesagt, dass ich einen Sprint fahren kann, aber in der Hitze und dann in der Spitzengruppe. Das ganze Team hat heute geackert. Die Jungs haben mich ein bisschen rausgehalten, sodass ich mich auf den Sprint konzentrieren konnte. Und dass das natürlich geklappt hat, ist sensationell. Dafür möchte ich mich beim ganzen Team bedanken. Beim Günther, beim Rolf und natürlich auch bei meinen Eltern. Es war ein Test zur 18 Uhr. Die Nummer war die 18.30 Uhr, dann die Siegerehrung im Elite-Rennen. So, Vorsicht noch, weitere Zielanläufe, Straße frei halten. Einen Fahrer aufrufen, der zu den Junioren noch gehört, aber auch hier ganz toll mitgesprintet ist. Er hat in einer Minute 25, eine Stunde, 25 Minuten und 52 Sekunden diese Strecke absolviert, nämlich die 62,5 Kilometer. Das bedeutet ein Schnitt von 43,7 Kilometer pro Stunde. Und so rufe ich nun den Fahrer mit der Nummer 6, Robin Gerthöfner vom RSC Silberpilz aus Bellheim. Er hält die Siegerschleife für den heutigen Sieg.
Wasser und nun haben wir angefangen mit der Bremsabnahme und hinter. Jetzt holen wir noch Prämie und nächste Runde ab, bitte wieder Prämie. Die Siegerehrung nimmt vor. Serena die Erste, die neue und die Zukunft. Und heute ganz oben gestern auf der Stufe 2 unser Freund aus Tschechien, Martin Kubal. Kubal. Ja. Martin, wenn du öfters hier in die Gegend kommst, stehst du immer oben, dann wird der Name geläufiger. Und die Blumen und den Wein vom ersten Vorsitzenden Patrick Hund. Nun das begehrte. So, dann wieder von da recht aber wenn du es nochmal ganz brauchen kann. Natürlich gerne auch zwei Streppen weiter oben gestanden, aber Martin war halt einfach stärker. Aber ich glaube, mit zwei dritten Plätzen an einem Wochenende in dieser Kategorie und bei diesen Besetzungen, ich glaube, da kannst du doch auch weiterhin gut in die Saison schauen. Ja, damit kann man schon zufrieden sein, auf jeden Fall. Ich darf dir jetzt nicht ganz oben Team übernehmen, aber ich glaube trotzdem ein toller Erfolg. Ich meine, ihr wart heute ja ersatzgeschwächt. Wie sieht es so die Platzierung, das Rennen, der allgemeine Verlauf? Ja, ich denke, wir können ja zufrieden sein. Also mir war schon klar, dass die Gruppe hier eigentlich nach Startziel irgendwann gehen wird. Und naja, da habe ich mir gedacht, wenn ich jedes Mal vorne bin und attackiere, dann bin ich irgendwann auch dann vorne in der Spitzengruppe. Und es hat dann ganz gut funktioniert und Martin hat genau das Gleiche gedacht. Und deswegen muss man dann wirklich sagen, aber am Ende im Sprint, ich denke wirklich, dass die drei Stärksten heute auch auf dem Treppchen standen und ja, Martin verdient gewonnen hat. Und im Moment davon wirklich fair am Ende sprechen. Hat Spaß gemacht. Ja, ich glaube, du hast ganz oben auf dem Brettchen
könntest du noch einen besseren Urlaub mit deinem Vater hier in der Südpfalz haben? Nein, das war perfekt hier. Gestern super Übernachtung, super Abendessen und heute super Rennen. Also einfach, dieses Wochenende war sehr, sehr schön und jetzt wieder heim nach Budweis. Wie findest du so die Atmosphäre hier? Ist da ein großer Unterschied gegenüber den Rennen bei euch? Ja, hier ist viel Zuschauer vor unseren Rennen, viele Kinder, das ist super. Und ich finde das hier toll, super.